Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amnesia Rebirth Part 15. Jetzt sind wir ja aus diesem komischen Alien-Gebäude da entkommen. Was heißt entkommen? Wir mussten uns ja nur nach draußen rätseln sozusagen. Und was ist das hier? Sind das diese komischen Wesen? Sehen die so aus, ja? Aber wenn denn im Endstadium ihrer Existenz, beziehungsweise als Mumie. Na, die hat offenbar auch zu wenig Vitae bekommen. Ja, das ist scheinbar. Oh, okay. Unerlässlich. Shit. Damit sie denn unsterblich werden so können, heavy. Ne? Offenbar haben sie aber das Rezept für die Unsterblichkeit gefunden. 6 months. More. Oh. Oh Gott. Oder mehr? Ja, wird sie ja bald ihre Niederkunft haben, ne? Würde ich mal sagen. Ah, hier sind noch mehr Mumien. Guckt mal hier, Leute. Oh, was sind das für Teile? Verlappen, die da dran hängen. Ach, das waren auch ihre Vitae, ne? Die wurden ihnen scheinbar noch mitgegeben, aber ja, aber ihnen war kein langes Leben vergönnt. Naja, das ist sehr interessant aus, wo wir hier sind. Aber ich glaube, wir sind jetzt wieder im Hier und Jetzt angelangt, in der Gegenwart. Na gut, das andere ist ja auch in der Gegenwart, aber... Ha. Eine andere Ebene auf jeden Fall. Eine andere Existenzebene, würde ich fast sagen. Eine andere Dimension. Puh, vielleicht werden wir das noch rausfinden, Leute. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ah, wir haben wieder volle... Oder machen wir doch mal nicht. Obwohl, ich habe das Gefühl, es wäre hier Verschwendung an der Stelle. Weil hier ist es ja hell, ne? Wenn es hell ist, brauche ich den Streichholz verschwenden. This really isn't a dream. Oh. Scheinbar nicht. Mach ich hier Licht an? Ich höre wieder so ein Flüstern, Leute. Ah, hier haben wir auch was. Streichhölzer. Boah, wie lange willst du denn noch? Okay. Ja, das ist die auch ein bisschen buggy, die Physik Engine. Ah, die Steine können wir ja auch zur Seite bewegen. Sehr schön. Überall scheint aber auch das Tageslicht hindurch. Das heißt, wir haben es bald geschafft, Leute. Sind bald wieder über Tage. So hoffe ich doch. So, hier ist jetzt nichts drin. Hier müssen wir aber durch. Definitiv. Das heißt, ich gehe noch mal kurz zurück und hole die Streichhölzer. Die da vorne lagen, ne? Oh Gott. So weit wollte ich auch nicht mich ducken. Wo waren denn die jetzt? Da. Zwei sogar. Oh. Habe ich jetzt zwei verbraucht? Okay, war mir jetzt gar nicht so klar. Deswegen konnte ich das nicht aufnehmen, weil da einer... Ja, keine Ahnung, Leute. Ich hab's nicht ganz verstanden. Mir war eigentlich tatsächlich nur ein verbraucht. Gut. Kann man hier einfach drauf treten? Oh, mach ich mal. Ja, es hört sich schon sehr instabil an. Oh, ich schmeiß jetzt mal den Deckel darauf. Der hört sonst nicht auf, sich zu drehen, ja? Das ist ein Perpetuum mobile, ne? Ah, ich will da raus. Oder können wir uns hier... Ah ja, hier müssen wir durch. Okay, ja, ja. Das würde sie ja hier nicht dementsprechend so drauf reagieren. Das andere war nur ein Fake-Ausgang. Was Gemeines, ja. So eine Fallen haben hier die Entwickler für uns bereitgestellt. Ah. Im 6. Monat fällt das alles nicht mehr so leicht hier. Aber ich glaube, jetzt soll sie da durch... Nee. Das ist auch fake hier. Oh, okay, das Kind macht auf sich aufmerksam. What if I get even bigger? Ja, du weißt ja, was dann kommt, ne? Also, Biologieunterricht, 3. Klasse. Aber hier. Oh, look at that ladder. Is that way out? Ach so. Könnte sein. Könnte sein, aber irgendwie.
Noch mehr Streichhölzer an, oh Mensch. Also Streichhölzer gibt es ja eigentlich genug. Jetzt müssen wir hier einen Hebel finden, oder wie? Ich würde ja fast sein müssen hier durch. Das ist schwer. Ah ja, okay. Ja, coole Physik-Engine. Also kommt hier durch. Das ist doch kein Fake! Oh Gott. Ah, sorry, Tasi. Das war mein Fault hier. So. Hat irgendwo noch Ölkännchen oder sowas? Nope. Oh Mann. Hier ist was. Ha! Oh, wir haben ja schon mehr wieder gesammelt hier. Großartig. Noch mehr Streichhölzer. Oh, hier höre ich wieder irgendwas. Ah, ein Durchgang. Mehr Durchgänge. Welchen soll man jetzt nehmen? Naja, ich weiß. Da sind wir gekommen, richtig? Muss mir erstmal kurz entieren. Halt. Hier ist ein Durchgang, aber da auf der anderen Seite ist auch einer. Überall flüstert es wieder so schön. Ach ja, herrlich. Da geht's doch nach oben. Na. Hä, wo soll ich denn jetzt? Nimm die mal. Die kannst du nicht nehmen. Das ist schlecht. Ich weiß echt nicht. Oh, that smell. Like back in the laboratory. Okay, wie ein Labor. Okay. Tja, Tasi. Ah, ich versuche mal den ersten Durchgang zu nehmen, ne? Bringt ja alles jetzt nichts. Mal durch. Vielleicht hätte es auch gar keinen Unterschied gemacht, oder? Das ist, wie gesagt, sehr linear aufgebaut, das Spiel. Das ist anders wahrscheinlich dann auch eine Sackgasse. Ach nee. Okay, Leute. Na gut, dann kommen wir hier wahrscheinlich auch in ein Labor. Wenn es danach riecht. Oh, jetzt sind wir wieder in dieser anderen. Dieser alternativen Realität. Brauchen wir das hier? Ich nehme mal an. Anderen Dimension. Oh, quatschen wir durch. Ich dachte, wir kommen jetzt endlich mal raus. Oh, wow. Und wie hat sie gerade Schaden genommen? Ich darf nicht in dieses Zeug laufen. Okay. I understand. Wo? Hä? Wo? Hier? Au! Ich latsch mal durch. Das irritiert so ein bisschen. Nur ein bisschen. Na, hier müssen wir wieder ins Wasser, wieder baden gehen. Oh, ist super. Licht jetzt hier. Ist ja nicht zum Aushalten. Tasi Trianon. Ha! War noch rechtzeitig. Aber hier ist eh eine Tür. Ist ja ein Labyrinth. Nee, hier ist keine Tür.
Fehlanzeige. Leider. Oh. Ah, hier. Ah, ja, hier geht's wirklich weiter. Sieht zumindest danach aus. Ja, ist gut, ich brauche schon Licht. Schön, dass hier trotzdem Fackeln sind jederzeit, ne? Oh! Oh, was bäumt sich denn da auf? Das ist eine komische Substanz mehr. Die uns offenbar schadet. Also weg. Ah, die Musik suggeriert das auch. Wir sollen hier weiter. Ist hier noch irgendwas? Wo ist das? Achso. Shit! Alles gut, alles gut. Kletter doch mal ein bisschen schneller. Boah, ich sehe kaum was. Ich glaube, wir sollen einfach nur weiter. Come on! Eieiei, wo geht's denn hier hin? Sind überall so eine komische. Hä? War jetzt im Kreis gelaufen? Na, Scheiße. Weg da. Oh, weg, weg, weg. Oh. Gut, das sollte, glaube ich, so sein. Die Musik sagt, ich soll weiter und weiter und weiter. Okay. Au, 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 au. Knappe Kiste, ja, aber ich kann hier nicht schneller. Jetzt kann ich rennen. Oh ja, juhu. Direkt in die Alienstruktur, das rettet uns. Oder auch nicht. Mal gucken. Alles beim Arzt. Wurde jetzt zwar unkommentiert gelassen, aber ich konnte mal wieder meinen Mund nicht halten. Auch wenn es wirklich absolut offensichtlich ist. Ne? Gut, kleine Kinder werden öfter mal untersucht, das muss jetzt noch nichts bedeuten. Aber soll es vielleicht bedeuten? Hm. Das werden wir noch erfahren, Leute. Da bin ich mir ganz sicher. Oh Gott, ja. Oh Christ. Ah, das Kind sagt auch irgendwas. Also offenbar hat ja Tasi dunkle Ecken. Also hier ist es ja noch vergleichsweise hell, ne? Im Gegensatz zu vorher. Ah, das sieht doch wieder nach einem Rätselchen aus, würde ich mal sagen. Juhu, cool. Aha, hier müssen wir wieder was einsetzen. Ah, ist die Stadt. Oh cool, das ist unser, genau. Ach, wir haben ja das noch dabei, das Teil. Die kann ich rausgucken, oder? Nicht wirklich, aber guckst du durch deine Augen. Ja gut, pack's mal auf da, wenn's geht. Oh, es geht. Oh, wir können auch direkt wieder zurück an den Anfang des Spiels. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte trotzdem das Gefühl haben, dass man ein bisschen weiterkommt hier, ne? Okay, jetzt müssen wir die nur richtig ausrichten. Können wir hier raus? Nö, zu. Also gibt's hier nur den einen Raum, oder wie? Na, ich guck mich mal weiter um hier. Das kann ich noch nicht so ganz glauben. Ich weiß noch nicht, was ich einstellen muss. Hm, was haben wir denn hier? Streichhölzer, sehr schön. Brauchen wir ja doch, aber man findet eigentlich immer genug. Also wenn man mit den Haushalten, mit den Streichhölzern... Das ist ja auch immer so mein Gusto, ne? Von da sind wir gekommen, richtig? Dann dürften wir da jetzt auch nicht mehr zurück. Christ. Okay. Ja, okay. Es wurde uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es da nicht zurückgeht. Ja, wir wollen ja auch nach vorne, ne? Also von daher. Aber schön die Musik hier auch. So, nun. Oh, da verschließt es sich. This isn't working.
Genau, ne? Wir müssen das erstmal alles ausrichten hier. Das eine scheint anzusehen, oder? Da fehlen auch noch welche. Kann ich es mal sehen? Ey, jetzt rechts aber. Oh, little one. How did we get to this? And how did you grow so fast? Ja, das frage ich mich auch. Aha, hier haben wir ja noch was zum Lesen, Mensch. Hier gar nicht. Beobachtung, Gefäß. Das Leidener Flasche und Gefäßen im Apparat in Portalkammer ähnelt. Aber leer, zerbrochen. Alter des Relikts unbekannt. Fertigungsqualität hoch, wie durch moderne industrielle Verfahren geschweißt oder gegossen. Spiralsymbol vom Bordess der Leidener Flasche, auch auf Tür in der Nähe des Lagers, die zu Labyrinthgitterkammern unten führt. Apparate mit elektrischer Flüssigkeit betrieben oder Werkzeuge, um elektrische Flüssigkeit zu sammeln. Was ist das von dem Professor, den wir da schon mal getroffen hatten? Ja, das Ding ist definitiv kaputt. Würde ich mal sagen. Ah. Ach, Öl. Ja, Öl brauchen wir. Flüssigkeit. Okay. Na ja, dann verwenden wir das mal hier. Aber hier fehlt noch einiges. Vielleicht ist es hinter den Fässern versteckt. Können wir es drehen. Boah, da fehlen auf jeden Fall zwei von diesen komischen Pylonen, ne? Können wir die hier nehmen? Nee. Vorher tut sich hier gar nichts, oder? Ne? Ich verstehe. Ja, dann müssen wir hier doch irgendwo rein. Die erstmal suchen. Ach hier, nehmen wir doch die Tür. Die müsste ja aufgehen, oder? Nee, das war die von vorhin. Die geht. Hä? Fliegen die irgendwo rum, die Pylonen? Ah, hier geht's doch weiter. Mensch. Okay. Oh, cool. Antike Statuen. Das wirkt jetzt aber sehr... durch das wiederum nicht. Gucken wir mal. Die Spartaner. Atlas. Aber hier trägt er kein Globus. Ach, hier steht ja auch wieder was. Kallet. Das Wichtigste ist eine vollständige und präzise Abbildung der Symbole in dem Raum mit den Säulen. Schenke der Zeichnung eine volle Aufmerksamkeit. Ich wünsche sie morgen beim Aufstehen fertig vorzufinden. Achte besonders auf das Symbol, das ich als Samen gekennzeichnet habe. Ich glaube, das ist die Kristallkugel, nach der ich suche. Die haben wir jetzt zum Glück schon gefunden und schon platziert. Ne? Für einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort wirst du reich belohnt. Oh. Reich belohnt. Ätherischer Resonanzkörper. Einstellen. Ja, das müssen wir. Schalter. Genau, das müssen wir auch. Portalkammer. Fokussteuergerät. Socke. Schild. Cool. Leidener Flaschen. Energiespeicher. Joa, brauchen wir ein paar davon. Von den Leidener Flaschen. So nennen die sich hier, okay. Hier ist noch mehr zum Lesen, Leute. Eieie. Professor, ich glaube, dass das hier bloß ein Teil eines größeren Bauwerks ist. Das Archiv bezeichnet diesen Ort als Tor. Aber es erwähnt auch andere Tore, wenn ich das richtig lese. Und hier ist ein Symbol, das ich als Ertrag, aber vielleicht Ernte verstehe. Vielleicht hat das etwas mit diesem Samen zu tun? Ja, ich denke auch. Leute, ich denke auch. War hier noch was? Ölkännchen oder so? Also hier würden ja Ölkännchen Sinn machen, ne? Ey, dieses... wir haben wieder zu viel. Ja, wir haben von allem zu viel. Außer von Ölkännchen. Die Tür zu anderen Welten von T.A. Herbert. Ach, der Herr Herbert wieder. Vorwort. Während ich diese Memoiren schreibe, steht mein ganzes großes Vorhaben kurz vor dem Abschluss. Genau jene Schwelle, die sich den Mitgliedern unserer Gesellschaft seit Ewigkeiten entzieht, liegt vor mir. Und ich, Thurston Herbert, bin beinahe im Besitz des Schlüssels, der sie zu öffnen vermag. Welche unfassbare Schönheit, welche üppigen Paradiese mögen sich hinter dem Tor verbergen. Sicherlich wird es zu den Tiefen der Arktis, zu den megalithischen Bauten Brasiliens an jeden Ort in unserer Welt führen. Aber vielleicht wird es noch
führt es noch weiter. Die Beweise sind vor unser aller Augen schon seit den Tagen Adams. Ich nenne dieses Beispiel mit Absicht, denn sicherlich ist die Geschichte Adams die hebräische Wiedererzählung unserer ersten Ankunft, als wir aus dem Garten Eden in diese raue Welt gestoßen wurden. In diesem Tor liegt der Garten, der Ort unserer Schöpfung, und ich werde der erste Mensch seit Adam sein, der... Es schweift aber ein bisschen ins Esoterische bzw. Religiöse ab. Ne? 17. Mai 1839, ich hatte recht, es ist schwer hinzunehmen. Ein Mitträum. Dann eine Kugel in meinen Tölpel von einem Assistenten hat sie zertrümmert. Wir haben sie nicht zertrümmert. Ich habe sie und ihn zur Brandenburg geschickt. Vielleicht kann noch etwas gerettet werden. Was bleibt mir noch übrig? Hier ist ein Tor. Ich habe Vitae, aber keine Kugel und noch keine Spur von dem Objekt. Das Brennenburg, das Amulett des Reisenden, auch das haben wir. Dieser Ort ist ohne Zweifel Teil von etwas Größerem. Diese Räume sind nicht die letzten Ruhestätte ihrer großen Königin, egal was die Legenden sagen. Sie sind bloß eine Speiche an einem Rad. Welche Geheimnisse birgt die Narbe? I don't know. Ein Regenschirm. Warum steckt hier ein Regenschirm? Okay. Gut, gut, gut. Jetzt muss ich mich erstmal kurz orientieren. Von da sind wir gekommen. Oh, ich glaube, das Video ist gleich zu Ende, wie es aussieht. Also hier geht's lang. Wunderbar. Oder auch nicht wunderbar. Da ist nämlich dunkel. Und Tasi hat Angst. Da hier ist auch noch eine Kiste zum Öffnen. Mach mal auf. Jöi. Ein Ölkännchen nämlich. Genau, das wollte ich nämlich haben. Hä, ist hier noch mehr zum Lesen? Habe ich das noch nicht gelesen hier? Abdullah Khaled wird Daniels Pflichten übernehmen. Du hast unverzüglich mit der Ausgrabung der Seitentunnels zu beginnen. Reiße die römische Mauer ein. Römisch ist das, okay. Wenn es sein muss, sie sind belanglos. Untersuche alles Ältere. Wenn du mehr solche Symbole findest, wie die in dem Raum mit dem Käfig, dann lass es mich wissen. Aufzeichnungen, Schnitzereien oder Zeichen in einem Amulett oder Armband ähneln. Lass es mich wissen. Und solltest du einen runden Kristallstein finden, ist es dir bei Todesstrafe untersagt, die zu berühren. Lass mich unverzüglich rufen. Aha. Naja. Auf jeden Fall ist das relativ aufschlussreich. Na, wir müssen nur irgendwelche Gegenstände finden und dann kombinieren, ne? Wie es halt immer so ist. In derartigen Spielen. Das war das letzte Zelt, oder nicht? Oder wie? Ah, nee, ist ja noch eine Kiste. Oh ja. Ah, das hatten wir uns schon angesehen, ja. Hatten wir. Super. Naja, wo gehe ich denn jetzt zuerst lang, Leute? Qual, die Qual der Wahl. Was ist das hier? Eine Flasche? Richards. He was here. Richard, okay. Eine Erinnerung wieder. I won't. Richard, come back. Richard. Er wollte ihn noch aufhalten. They left us. Richard und Alex. Richard. Es fällt sie wieder ein. I don't remember why. Tjo. So, Leute, aber ich würde mal sagen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier ein Päuschen zu machen. Was denn? Ja, eine Pause zu machen, ne? Tasi stimmt mir offenbar zu. Also denn, Leute. Bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Eschak, und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Ne? Bis dann, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen.